Ich habe auch übrigens meine Spieleliste auf Vordermann gebracht. Es fehlt jetzt nur noch die PSN-Spiele, die habe ich mir mal eben gerade alle aufgeschrieben, die müssen jetzt nur noch in die Liste eingefügt werden. Achso, das ist das Whoop Gap. Okay, kriegen wir hin. Also die müssen nur noch. Die müssen da nur noch eingefügt werden. Und da muss ich nur noch die, ich nenne es mal Navigationsseite, muss ich nur noch hübsch machen und dann ist die ganze Liste schon fertig. Also die wird heute auf jeden Fall fertig. Also wenn ihr das Video seht, ist das Ganze auf jeden Fall schon fertig. Was ist denn hier die Dings? Ah, okay. Nee, das war Highscore. Ich suche eigentlich die Combo, wie groß die Combo sein muss. Highscore. Okay, Combo haben wir. Okay. Da mal alles. Das ist wunderschön. Endrun. Ja, das ging mal schnell. Jetzt möchten wir gerne Change Area und dann gucken wir mal, ob wir hier in The Mall noch alles haben. Ne, 4 von 5. Siehst du mal. Dann gehen wir da nochmal hin und suchen uns den letzten Statistikpunkt. Ich habe die Musik schon ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt hört. Ach, der ist bestimmt. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wo der ist. Ist bestimmt hinten bei den Springbrunnen an der Seite. Beim Laden, den einen haben wir ja geholt. Nee. Ich dachte, hier wäre der gewesen. Wo der gewesen ist. Scheiße. Ja, das ist natürlich Essig, ne? Der ist auf jeden Fall auch nicht. Dann gehen wir das Ganze nochmal rückwärts. Wo könnte der noch sein? Dann ist er vielleicht doch da oben bei dem Auto. Ich meine, irgendwas wäre mit dem scheiß Auto gewesen. Es könnte natürlich auch sein, dass der da oben drauf ist.
Guck mal, da hat die Jule recht gehabt. So. Wo packen wir den denn hin? Spinnen, würde ich sagen. Dann drehen wir uns ein bisschen schneller. So. Change Area und wir wollen nach Kyoto. Oh, das ist ein scheiß Level. Das ist so richtig... Oder war das The Ruins? Sind wir da schon durch? What the fuck? Oh. Schade eigentlich. Es sind nur noch zwei Level. Ich dachte, es wären noch mehr. Ja gut, aber Kyoto... Doch, Kyoto ist dieses komische Kacklevel, was so mega unübersichtlich ist und was so offene... Also es hat nicht so... So eine Begrenzung, so eine richtige irgendwie. Du denkst, du kannst da lang fahren, aber es geht gar nicht. Ah, das mag ich nicht so, das Level. Das ist auch nicht so, das ist nicht so mein Fall. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um Skate-Kombo und das Tape. So. Ach, den Punkt nehmen wir mal gerade mit, weil er gerade hier ist. Wo kommen wir denn da hin? Das ist Tape auf jeden Fall. Ist das einmal hier rum? Ich hole erstmal das Tape. Okay, Tape hätten wir. Oh. You lost your combo. Weiß. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn wir hier ein bisschen langsamer lang grinden. Boom. Boom. Okay. Das ist einmal hier rum. Nicht fallen. Oh, je, je. Okay, den Punkt holen wir uns auch noch gerade schnell. Man kann ja auch, glaube ich, hoch, ne? Ja. Ich wollte eigentlich jetzt nur wissen, wo man da so hinkommt. Wo kommen wir denn da hin? Okay, da ist noch ein Punkt, habe ich gerade gesehen. Ah, Skate haben wir gar nicht eingesammelt. Jetzt war ich hier so mit dem Combo da beschäftigt. Ich dachte, ich hätte das schon. Dann kümmern wir uns jetzt um Skate, weil Skate ist auch zwei Punkte. Machen wir hier oben. Run und Flip. Kümmern wir uns um Skat. S hätten wir. Das E war hier. Und das T war irgendwo hier vorne. So. Der Rest ist bestimmt hier in dem großen Gebäude und in der U-Bahn. Das ist K. Wow. Kannst ganz schön hoch springen, mein Lieber. So. Wo ist das A?
Was muss man da machen? Kickflip oder was? Oder kann ich mir die so angucken? Ja. Kickflip oder irgendwie sowas ist das. Kick oder Heelflip. Okay, das hätten wir. Ja, die Frage ist, wo ist das A? Da ist das A. Ohoho. War das da oben? Habe ich da gerade noch einen Punkt gesehen? Nee, das war nur Einbildung. Okay. Dann hätten wir noch den Flip über das Gate und die Arcades zerstören. Dann machen wir erstmal das Gate. Noch ein Punkt dahin. Das hier irgendwo hier rechts gewesen. Da! Da haben wir doch. Was war das? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ein. Okay, das ist ein Pop-Shovet. Das ist eine scheiß Pipe hier, ey. So. So, dann können wir ja schon mal ein bisschen die Arcades ausfindig machen. Also hier vorne stand auf jeden Fall eine. Nummer uno. Und das. Ja, ne? Das hätten wir. Das kann eine Arcade. Ist eigentlich schon eine Arcade gewesen, oder? Oh, da oben ist noch ein Punkt. Ja, habe ich mich doch nicht verguckt. Das ist schön. So. Da ist noch eine. Ach, das sind DDR. Viele Dinger. Ist ja lustig. Da ist noch eine. Vier. Tja, wo ist die fünfte? Die ist bestimmt in der U-Bahn irgendwo. Zwei Punkte? Na gut, okay. Dann machen wir Switch. Und Rail. So. Nummer 1. Ich gehe immer hier durch den Brunnen, ne? Los, fahr. Nummer 2. Wo kommt diese Mama hier runter? Wollte ich doch gar nicht hin. Da war aber eine, war hier, stand die rum. Hinten hier. Da. Und da war eine irgendwo hier an der Seite. Da ist eine. Habe ich da noch eine gesehen? Ne, das war nur dieses Ding da.
Tja, wo ist die letzte DDR-Maschine?